Hallo, Kalibrierung von Objektiven, das ist ein Spiegelreflekt, kann man ja heutzutage irgendwie nötig und sehr mühsam, da hat keine Lust drauf und man muss das halt einmal machen. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich kurz vorgestellt habe, das Spider Lens Cal ist relativ teuer, relativ einfach in der Behandhabung dann, aber super Sache, wenn man das häufig macht. Also wer nur ein Objektiv hat, der lohnt sich das vielleicht nicht, einfach ein Lineal nehmen. Eine bessere oder eine einfachere Lösung ist Software, und zwar Focal nennt sich das. Gibt es in verschiedenen Lizenzmodellen. Ich habe jetzt hier die 100 Euro, die größte Version, weil ich das doch relativ viel nutzen werde, glaube ich, weil ich ja doch viele Objektive auch mal teste, Kameras teste und gerne Reports habe und so weiter. Guckt auf der Homepage, da gibt es eine Liste mit den drei Versionen, was die können. Wichtig ist noch, ihr kauft die nicht für unendlich viele Kameras, sondern ich finde das nicht so gut. Für 100 Euro erwarte ich eigentlich, dass ich das benutzen kann vernünftig. Ich habe 15 Kameras. Danach werde ich wahrscheinlich mich mit dem Support rumschlagen müssen, warum ich mehr als 15 Kameras brauche. Gut, anyway. Ansonsten, ich habe es ausprobiert an der Canon und an der Nikon. Es funktioniert super. Guckt auf die Homepage. Es werden nicht alle Kameras in allen Modi unterstützt. Ich habe jetzt hier die Canon 6D mit dem 85mm 1.2. Und das habe ich von Hand kalibriert. Und da kam raus, wo ist es? Ich habe es vergessen. Irgendwie hat mir, das ist ein bisschen vorsichtig, ein bisschen vorsichtig sein. Die Kamera, die Software verstellt Einstellungen der Kamera. Und weil ich hier eben schon rumgespielt habe, habe ich die Einstellung resettet. Und ich weiß nicht mehr auswendig, was ich eingestellt habe. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich es mal ausprobiert und es funktioniert. Und es war mit der Software ziemlich ähnlicher Wert raus wie ich. Irgendwie 3-4 Punkte Unterschied, aber in dieselbe Richtung. Jetzt hat er die Einstellung zurückgestellt. Jetzt ist hier 0 eingestellt. So, und jetzt kann ich bei der Canon, bei der Nikon geht das nicht, aber bei der Canon kann ich in Automatikmodus gehen. Und zwar kann ich jetzt sagen, vollautomatisch. Ich kann jetzt hier sagen, und zwar ist wichtig, ich habe hier an der Wand hängen einen Ausdruck, der ist bei der Software dabei. Die Kamera muss natürlich ausgerichtet sein. Ich habe einen Kugelkopf drauf mit der Wasserwaage in zwei Richtungen, sodass ich weiß, dass die Kamera gerade steht. Und dann kann ich hier jetzt nämlich sagen, Start. Und jetzt läuft der, macht eine Reihe von Testbildern. Wichtig ist dabei, für konstantes Licht sorgen. Mehr Licht ist besser. Jetzt ist heller Sonnenschein draußen, das ist aber indirektes Licht, es scheint keine Sonne drauf. Prinzipiell ist das das Ideale. Also nicht anfangen mit Lampen, die dann irgendwie flackern oder so, das kann die Ergebnisse verfälschen. Und er macht jetzt, ich glaube, 20 Fotos und wertet das halt aus, ob die scharf sind oder nicht. Und führt dann eben Einstellungen durch. Und in dieser Softwareversion, der großen mit den Reports, kriegt er nachher einen genauen Report, ist noch cool. Da kann ich bei jedem Wert quasi nachher nachgucken. Hier ist plus 5, sieht das so aus, minus 10 sieht das so aus. Dann sehe ich nämlich auch gleich, ob er das richtig gemacht hat. Ich kann es nochmal vor Augen halten. Wenn ihr unsicher seid, macht es halt 2-3 Mal und es sollte ungefähr immer derselbe Wert rauskommen. Logischerweise. Weil das ist natürlich irgendwie auch immer ein bisschen wichtiger Punkt, vielleicht noch Abstand. Laut Handbuch ist ein sehr umfangreiches, auch eigentlich recht gutes Handbuch dabei. Und da steht drin, je nach Abstand kann ein anderer Wert rauskommen. Stellt es also so auf, dass ihr ungefähr den Abstand habt, den ihr in der Praxis auch am meisten benutzt. Also das ist jetzt bei mir ungefähr so Porträtabstand. Dann nächster Punkt, wenn ihr ein Zoom-Objektiv habt, so ein 70-200er, 2.8 oder irgendwie sowas, dann nehmt den Telebereich, weil im Zweifelsfall ist beim Telebereich weniger Tiefenschärfe, wenn das irgendwie konstante Blende ist. Und das ist vielleicht wichtiger. Und eben fangt nicht an mit Objektiven, mit dem Kit-Objektiv. Ja? Das macht dann wahrscheinlich nur wenig Sinn, das lohnt sich glaube ich nicht. Es sei denn, ihr habt das Gefühl, das stimmt irgendwas gar nicht. So, ich habe es also ausprobiert bei Canon 6D und bei der Nikon D750. Bei beiden hat das sehr gut funktioniert, sehr reibungslos auch funktioniert. Und hat vom manuellen Nachmessen her, ich habe es vorher gemessen mit dem Lenskal und nachher noch mal ein bisschen mit rumgespielt und das Gefühl, ja, das ist mal mindestens genauso gut. Ist ja immer ein bisschen schwierig, das Millimeter genau zu beurteilen. Zumal ich auch kein Fotograf bin, der jetzt irgendwie Augenbrauen scharf stellen will und so, sondern in der Regel arbeite ich sowieso sehr viel im Portrait-Bereich, Blende 7 und größer. Und wenn ich draußen bin, gehe ich mal auf 1, 2, aber dann bin ich meistens weit weg und dann kommt es auch nicht auf Zentimeter an. Ja? Ist jetzt nicht die Art, wie ich fotografiere, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, also wir sehen es, er ist hier am Rechnen und am Machen. Das ist wirklich noch witzig, weil er nebenbei halt auch gleich zeigt, bei den Einstellungen gibt quasi so Punkte und da kann man nämlich nachher zugucken. Bei der Nikon geht das eben nicht automatisch bei der D750, sondern da muss man das von Hand machen.
Und zwar macht man dann genau dasselbe. Man macht ein Foto und er gibt Punkte und dann stelle ich was um und dann gibt er mir mehr oder weniger Punkte und dann kann ich so mit Try and Error das eingrenzen auf den Wert, auf den ich dann halt kommen will. Also es ist relativ unkompliziert, man ist dann immer ein paar Minuten dran und das kann man jetzt natürlich laufen lassen, ohne dass man da irgendwie daneben stehen muss, Kaffee trinken gehen oder so, einen rauchen. Ich schalte mal kurz Timelapse, bis der durch ist. So, jetzt ist er durch. Und zwar sagt er mir minus 3. Ich glaube, ich hatte von Hand mal minus 5 ausgerechnet. Also es ist sehr nah dran. So, er setzt das automatisch für mich. Und ich kann die beiden Bilder dann nebeneinander packen und mir das halt angucken, ob das funktioniert. Und wir sehen hier auch im Graphen, dass die Werte alle sehr ähnlich sind. So, 26 Schüsse hat er gemacht. 10 davon sind valide für ihn, 2,7 Meter weg. Und ich kann jetzt eben diesen Report machen. Und den speichert er für mich und den kann ich mir dann anschauen. Dann sehe ich nochmal die einzelnen Shots, die er gemacht hat. So, kann ich hier nochmal durchblättern. Und dann sehe ich halt nochmal, wo ist es, die ganze Analyse halt, die ich mir angucken kann. Einschließlich halt, wenn er hier bei Adjustment 0, da zeigt er mir, dass er den Center Focus genommen hat und wie das Bild aussieht. Also das ist wirklich sehr, sehr nice. Nebenbei sagte mir auch die Kameratemperatur. Ich wusste nicht, dass die Kamera einen Sensor hat. Aber offensichtlich kann ich halt auch die Temperatur messen. Witzig eigentlich noch so am Rande, dass man da so erfährt. So, super Sache. So, zurück zur Software. So, jetzt kann ich hier noch andere Sachen machen. Und zwar kann ich hier verschiedene Fokuspunkte testen lassen. Er kann mir sagen, ob ich mal wieder die Kamera testen müsste. Dann kann er mir auch sagen, wie konsistent das ist. Das habe ich mal gemacht und das kam sehr. Ich war irgendwie 96% oder so. Also sehr, sehr zuverlässig. Und das entspricht auch meiner Erfahrung. Also primär mehr habe ich damit noch nicht genutzt. Ich nutze die Software jetzt wirklich nur dafür. Ich habe mal einmal diesen Consistency-Check gemacht und ich habe halt eben ein paar von meinen Objektiven adjustiert. Und das ist das, wofür ich sie haben wollte und habe. Bin sehr zufrieden damit. Funktioniert reibungslos. Bei Canon, wir haben es gesehen, völlig automatisch. Bei Nikon ist man halt ein paar Minuten dran. Ist es aber nicht per se kompliziert oder so. Kann ich die Software empfehlen? Ja, also absolut. Wenn ihr offene Objektive habt mit irgendwie 2,8 und größer und das Gefühl habt, ihr habt oft unscharfe Bilder, dann lohnt sich das, glaube ich, schon, wenn ihr der Software vertraut. Das ist ja immer diese Frage. Ich muss jetzt halt der Software vertrauen. Aber ansonsten muss ich meinen ungeschickten Händen vertrauen. Und weil ich ja nicht so der Handwerker bin, ist irgendwie alles, was per Software geht, für mich irgendwie nicht zwingend besser. Aber man kann sich das Leben auch mal einfacher machen und ein bisschen objektivieren das Ganze. Also wie gesagt, ich bin da happy mit und kann das sehr empfehlen. Ich verdiene da auch nichts von, ich bin da nicht gesponsert oder sowas. Ich habe die Lizenz bezahlt. Warum bezahle ich sowas eigentlich immer? Anyway, von so her kann ich es trotzdem mit gutem Gewissen empfehlen. Und die Bedienung ist ein bisschen mühsam. Das sieht jetzt einfach aus. Man muss ein paar Mal neu starten und so, aber man kommt da schnell durch. Und wie gesagt, das Handbuch ist sehr umfangreich und völlig okay. Ja, ich hoffe, das war interessant. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, sage ich mal Tschüss und schönes Wochenende.